Jetzt blicken wir auf einen wichtigen Tag in einem Prozess. Das Opfer erschossen und zerstückelt auf grausame Weise. Allein diese Worte genügen, dass uns ein Schauer über den Rücken läuft. Ja, das ist ein Rockermord, ein besonders grausamer Rockermord. Und jetzt geht dieser Prozess in seine wohl wichtigste Phase, Kronzeugentag, in diesem Stückelrocker-Prozess. Hier sitzen die Angeklagten auf der Bank. Einer senkt den Kopf, ein weiterer versteckt sich hinter einem Blatt Papier. Zwei weitere machen keine Anstalten, ihr Gesicht zu verdecken. Insgesamt 6 Hells Angels müssen sich für den Mord an Kai M. verantworten. Doch der mutmaßliche Todesschütze, der fehlt. Ramin Yekta Parast. Er verhöhnt deutsche Fahnder und auch seine Opfer auf Instagram. Für seine 122.000 Follower postet der 33-Jährige dreist Videos und Fotos, in denen er sich im Iran stolz in Freiheit zeigt. Dann ein Ausschnitt aus dem Film Forrest Gump, in dem Forrest wegläuft. Dazu Yekta Parast, das nennt sich auf der Flucht sein. Es folgt ein Foto im Liegestuhl unter Wasser. Das ist Abtauchen. Und das ist noch nicht alles. Am Ende der Protzrocker-Insta-Story ein Video, in dem der Hells Angel breitgrinsend mit Sonnenbrille im Liegestuhl am Pool liegt. Dazu schreibt er, und wie nennt sich das? Als wolle er damit sagen, ich bin nicht auf der Flucht, ich bin nicht abgetaucht, ich genieße mein Leben. Weil der Iran eigene Landsleute nicht ausliefert. Weitere Videos auf seinem Instagram-Account zeigen ihn mit seinem Lamborghini posen. Einmal brät er auf dem heißen Motor ein Spiegelei, wohl um allen zu zeigen, was er für ein toller Kerl ist. Sein ganzer Körper ist tätowiert. Neben üblichen Hells Angels-Symbolen ziert auch ein Hakenkreuz seinen Oberarm. Gefahndet wird nach Yekta Parast wegen des Mordes an Kai M. im Jahr 2014, dessen Leichnam zerstückelt im Rhein gefunden wurde. Bildreporter Frank Schneider war vor Ort dabei. Für uns begibt er sich nochmal auf Spurensuche an die verschiedenen Auffindeorte der Leichenteile. Nach Aussagen des Kronzeugen und auch nach Ansicht der Ermittler der Mordkommission hier in Duisburg fuhren die Täter damals genau in diesem Bereich mit ihrem Auto. Und dann gingen sie mit den Leichenteilen, dem Torso und einem Arm des ermordeten Rockers zu dieser Brücke. Und dann trieben danach die Teile im Rhein-Preußen-Hafen im Wasser. Der Torso wurde später auch hier gefunden. Der Arm trieb in den Rhein hinaus und wurde dort am Ufer entdeckt. Im Februar 2014 wurde hier am Rheinufer das erste Leichenteil des ermordeten Rocker Kai M. gefunden. Es war sein Arm. Die Polizei wusste sofort aufgrund der Tätowierung, es handelt sich um einen Hells Angel. Eine Mordkommission wurde gebildet und die Ermittler gaben 7 Jahre lang nicht auf, diesen Fall endlich zu klären und haben nun endlich das Ergebnis und wissen, was damals hier passiert ist. Von dieser Brücke hier wurde der Torso in das trübe Wasser des Rhein-Preußen-Hafens geworfen. Deswegen erinnert bis heute hier diese Trauerstätte an den ermordeten Rocker Kai M. Seine Eltern haben es eingerichtet, man sieht mit einem Blumenherz, und auch ein Kreuz. Und sie sagen, sie sind endlich froh, dass dieser Mord aufgeklärt wird und hoffen jetzt, dass die beiden flüchtigen Täter auch noch gefasst werden. Für den flüchtigen Mörder Ramin Yekta Parast hat Marlies Nodecki, die Mutter des ermordeten Kai M., eine klare Ansage. Den Jabber würde ich gerne sagen, wie er noch seinen Kindern in den Augen schauen kann. Dass er Menschen Kopf, Beine und Arme abgeschnitten hat. Wie er sich da rechtfertigen will vor seinen Kindern. Der Kronzeuge führte die Ermittler der Duisburger Mordkommission zu dieser Brücke hier über den Rhein-Herne-Kanal. Er sagte, wir haben von dieser Brücke Betonklötze ins Wasser geworfen, darin sind die Leichenteile und auch der Kopf des ermordeten Rockers. Polizeitaucher rückten dann an, durchsuchten das Wasser des Rhein-Herne-Kanals und fanden dann, genau wie vom Kronzeugen beschrieben, die Betonklötze, darin die Leichenteile. Sie wurden obduziert und es war ganz klar, es sind die Leichenteile und der Kopf von Kai M. Und es war dann auch klar, Kai M. ist mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet worden. Die Brutalität der mutmaßlichen Mörder macht bei den Razzien den Einsatz von schwer bewaffneten SEK-Beamten und einem Rammpanzer nötig. Doch noch kann die Akte nicht geschlossen werden, denn 2 Männer sind noch immer auf der Flucht. Einmal Protzrocker Ramin Yekta Parast. Er soll ja die tödlichen Schüsse auf Kai M. abgegeben haben, denn er hatte ihn für einen Spitzel gehalten und als Präsident des Hells Angel Charter persönlich Rache genommen. Außerdem sein Clubkamerad Mustafa Hendem. Dieser wird wegen zweifachen Mordversuchs an einem verfeindeten Bandido und seiner Freundin im Jahr 2013 gesucht. Bei uns im Studio ist jetzt Chefreporter Frank Schneider. Herzlich willkommen an dich. Guten Morgen. Grausame Tat, wichtiger Tag, wichtiger Zeuge, der Kronzeuge. Wir wissen, wie gefährlich es ist.
in solchen Kreisen und in solchen Fällen auszupacken. Warum hat er sich entschieden, genau das zu tun? Ja, wir können nur im Endeffekt auf das hören, was er selber sagt. Und er hat bei der Polizei auch ausgesagt, er will sich deshalb outen und er will deshalb erklären, was wirklich passiert ist, aus dem einfachen Grund. Er hat gesagt, er hat es nicht ertragen, zu wissen, da ist eine Mutter, die ihren Sohn nicht beerdigen kann. Er hat sich immer vorgestellt, hat er gesagt, was wäre es, wenn er derjenige gewesen wäre, wenn seine Mutter um ihn trauern würde, aber nicht wüsste, wo er ist, weil die Leichenteile bis auf den Torso und den Arm ja lange nicht gefunden wurden. Und da hat er sich irgendwann entschlossen zu sagen, ich kann damit nicht leben, ich kann auch mit diesem Wissen nicht leben, mit dieser Schuld nicht leben, ich will mich outen, denn er war an dem Mord selbst ja nicht beteiligt, sondern nur in Anführungsstrichen an der Beseitigung der Leiche. Und deshalb hat er ausgepackt und hat dann die Polizei auch wirklich zu den fehlenden Leichenteilen geführt, eben insbesondere auch zu dem Kopf, die in Beton gegossen waren. Wie gefährdet ist dieser Mann, der jetzt auspackt? Ja, er ist heute Morgen ja vor Gericht erschienen. Heute ist der wichtige Tag. Heute packt er vor Gericht aus. Er hat natürlich schon bei der Polizei ausgepackt. Auch eine Videovernehmung von ihm gibt es schon. Aber heute muss er eben vor Gericht aussagen. Und er ist mit einem Personenschutzkommando gebracht worden in einer gepanzerten Limousine mit Begleitfahrzeugen, weil er natürlich als gefährdet gilt. Mit ihm steht und fällt irgendwo der Prozess. Er hat natürlich auch viele Beweise geliefert. Er hat die Beamten ja auch zu den Leichenteilen geführt. Daran sieht man ja, dass er die Wahrheit erzählen muss. Sonst wüsste er ja nicht, wo sie gelegen hätten. Aber die Gefahr besteht natürlich immer noch, dass aus diesen Rockerkreisen es möglicherweise Racheakte gibt. Frank, das klingt alles wie ein Filmstoff eigentlich, ne? Spielt aber trotzdem mitten in Deutschland. Ist hier Rockeralltag. Ein Opfer, das erschossen, zerstückelt wird. Anschließend wird mit dieser Tat geprahlt. Da gibt es quasi Influencer unter den Rockern. Siegt am Ende die Justiz oder siegen die Rocker? Nein, wir müssen alle ganz, ganz stark hoffen, dass natürlich die Justiz siegt. Aber Justiz siegen heißt ja auch im schlimmsten Fall im Zweifel für den Angeklagten. Deswegen sind die Beweise so wichtig, deswegen ist dieser Kronzeuge so wichtig. Deshalb sind aber auch diese Beweise so wichtig, die der Kronzeuge ja geliefert hat. Nicht nur seine Aussage, sondern eben auch die Leichenteile. Er hat zum Beispiel auch gesagt, wo sie das Handy des Rockers, des ermordeten Rockers, aus dem Auto geworfen haben, an einer Autobahn. Und dort ist es auch gefunden worden. Das sind natürlich alle so viele Details. Woher soll er sie wissen, wenn er nicht wirklich dabei war? Und deswegen kann man wirklich nur hoffen, dass dieser Prozess mit Verurteilung für diese mutmaßlichen Täter, muss man ja noch sagen, endet. Letzte Frage, Frank. Muss dieser Kronzeuge ab jetzt mit Personenschutz leben? Ja, das ist immer die Frage, wie geht das weiter? Während des Prozesses sicherlich, aber wie es danach weitergeht, muss man sehen. Bekommt er vielleicht eine neue Legende, eine neue Personalien, lebt in einer anderen Stadt? Das muss man sehen. Der hat auch Familie, der hat auch Angst. Das sagt er auch. Aber er hat gesagt, dieser Schuld konnte ich einfach nicht mehr leben. Und er ist ja da reingerutscht, das sagt er auch in seiner Aussage. Er wollte das ja gar nicht. Sie haben ihn mehr oder weniger da reingezogen. Und plötzlich wurde er konfrontiert damit, der ist tot, der muss zerstückelt werden, du musst helfen. Und du hängst, das hat man ihm auch klar gesagt, du hängst da jetzt mit drin. Und wenn du redest, dann sterben deine Familie und du. Das hat man ihm damals gesagt. Aber irgendwann hat er gesagt, war die Schuld, das Schuldgefühl so groß, da ist er dieses Risiko eingegangen und man kann nur hoffen, dass er irgendwo neu anfangen kann. Unser Bildchefreporter Frank Schneider über den sogenannten und spektakulären Stückel-Rocker-Prozess. Danke.